Bundesfinanzminister Steinbrück auf dem Weg zu seiner Regierungserklärung am Donnerstag. Was er den Abgeordneten im Deutschen Bundestag zu sagen hat, ist alles andere als erfreulich. Die globale Finanzkrise steht auf der Agenda und in seiner Rede zeichnet Steinbrück ein dramatisches Bild. Diese ernste globale Finanzmarktkrise wird tiefe Spuren hinterlassen. Sie wird das Weltfinanzsystem tiefgreifend umwälzen. Niemand sollte sich täuschen. Die Welt wird nicht wieder so werden wie vor dieser Krise. Und wir müssen uns in nächster Zeit weltweit auf niedrigere Wachstumsraten und zeitlich verschoben auch auf eine ungünstige Entwicklung auf den Arbeitsmärkten einstellen. Seit einigen Monaten beschäftigt uns alle das Thema Finanzkrise und viele spüren unbewusst, dass es keine normale Krise ist, sondern dass da mehr Dinge passieren aktuell. Letzten Endes, das werden Sie heute sehen, ist es eine Verschuldungskrise und wir werden uns genauer anschauen, was sind die Hintergründe dieser Krise. Wir werden schauen, welche Lösungsstrategien gibt es, um innerhalb dieser Krise auch eine Vermögenssicherung zu betreiben und aus dieser Krise auch als Privatanleger heil hervorzugehen. Ganz entscheidend ist es, wie in vielen Bereichen, unter die Oberfläche zu schauen. Wie bei dem Eisberg ist oft nur ein kleiner Teil von dem sichtbar, was tatsächlich vorhanden ist. Und deswegen heute ganz wichtig, drunter zu schauen. Wir werden viele der Themen nur kurz anreißen können. Das heißt aber für Sie, nehmen Sie sich einfach die Zeit und prüfen Sie selbst nach. Es gibt jede Menge Wissen zu dem Thema übers Internet, über Bücher verfügbar. Aber gucken Sie sich die Hintergründe an, die Sie interessieren, weil es ist entscheidend, dass jeder ein Stück mehr versteht, was aktuell passiert und was vor allem noch passieren kann und wird. Der erste Punkt, den wir uns betrachten, ist das Thema Geldgeschichte. Es ist ganz, ganz wichtig, immer wieder aus der Vergangenheit auch zu lernen. Alle die Dinge, die heute gerade passieren, sind schon mehrfach passiert in der Vergangenheit, in der Geschichte. Das heißt, wir können sehr, sehr viel lernen, indem wir einfach zurückschauen, was war denn gewesen. Und ein entscheidender Punkt dabei ist es zu unterscheiden zwischen sogenannten gedeckten Geldsystemen oder Kreditgeldsystemen. Das eine ist auf der linken Seite hier in grün, gedecktes Geld oder Warengeld. Das heißt, es gibt hier ein Zwischentauschmittel. In der Vergangenheit war das überwiegend Gold und Silber. Und dieses kann nicht beliebig ausgeweitet und erweitert werden. Das heißt, es gibt hier einen beständigen Vermögensspeicher und die Geldmenge wächst nur in einem sehr gesunden Maße. Der Gegenpol dazu, was wir im Moment haben, ist ein reines Kreditgeldsystem, auch Papiergeldsystem oder Fiat Money genannt. Und diese Systeme basieren auf einem Versprechen, dass irgendwann Zahlungsversprechungen eingelöst werden. Ob das jetzt in Form von Bargeld, Wechseln, Buchgeldern oder Kreditkarten stattfindet, das sind nur die Wege, aber letzten Endes ist es kein Wert mehr hinter dem Papiergeld da. Das heißt auch, der Staat und die Banken können in dem Fall beliebig die Geldmengen ausdehnen und Geld erschaffen, was eins der Probleme ist, die wir im Moment aktuell an den Börsen auch und an den Märkten sehen. Das heißt, unterscheiden Sie einfach künftig ganz klar, sind Sie in Sachwerten investiert oder sind Sie in Geldwerten investiert. Das wird ein ganz, ganz wichtiger Punkt sein für die Zukunft. So ein Punkt, der vielen nicht bewusst ist, ist das Thema, wie wird denn Geld überhaupt weiter geschaffen? Und da ist ein ganz zentrales Thema, was die Zentralbanken machen. Zentralbanken verleihen an normale Geschäftsbanken Geld, in diesem Beispiel 1.000 Euro. Jetzt ist es so, dass diese Banken dafür, dass sie Geld kriegen von der Zentralbank, nur eine kleine Reserve hinterlegen müssen. In dem Fall aktuell im Euroraum sind es 2%. Das heißt, von 1.000 Euro gehen 20 Euro als Reserve an die Zentralbank. 980 Euro können als Kredit vergeben werden an einen Endkunden und werden damit auch im System neu geschaffen. Das heißt, dieser Kunde kann mit diesen 980 Euro einen Kauf tätigen, kann irgendwo einen Vertrag abschließen und zahlt dann diese 980 Euro an einen beispielsweise Kunden B aus. Der wiederum kann dieses Geld anlegen bei einer anderen Bank und damit ist dieses Geld auch wieder entstanden. Das heißt, die Rechnung wird beglichen und der Kreislauf ist erstmal geschlossen. Die Bank gibt dem Kunden A das Geld, der kauft bei dem Kunden B irgendwas dafür, der wiederum zahlt es bei seiner Bank ein. Was aber passiert letzten Endes, ist, dass dieser Prozess jetzt ganz, ganz oft durchlaufen wird. Das heißt, im ersten Schritt von der Zentralbank
Zur ersten Bank gehen 980 Euro, die neu geschaffen werden als Buchgeld. Im zweiten Schritt ist es ein Tick weniger, weil eben wiederum 2% als Reserve gegeben werden, sind es dann 960 Euro. Und so geht dieser Prozess Stück für Stück weiter. Das heißt, letzten Endes, über den gesamten Prozess hin können aus 1.000 Euro, die Zentralbank nach draußen gibt, ein Guthaben von 50.000 Euro entstehen, das sozusagen neu geschaffen wird als Chiralgeld. Und das ist diese sogenannte multiple Chiralgeldschöpfung. Ein weiterer ganz wichtiger Punkt ist es, wir hören ja sehr häufig in den Medien von der amerikanischen Notenbank, der sogenannten Fed, Federal Reserve. Und auch diese Notenbank ist im Gegensatz zu dem, was viele vermuten, keine gesetzliche Institution oder keine Staatsbank, sondern es ist eine Privatbank. Die wurde 1913 gegründet und es waren 8 Privatbanker, 8 große namhafte Banken, die im Prinzip das Kapital an dieser Bank halten. Das heißt, auch heute noch die Fed, die eigentlich die entscheidendsten Themen oder Entscheidungen trifft, was unsere Geldpolitik angeht, wird letzten Endes nicht rein vom Staat gesteuert, sondern wird von privaten Bankern mitgesteuert. Und das ist ein ganz entscheidender Faktor im System. Wenn Sie da mal etwas tiefer reinschauen wollen, gibt es einen hervorragenden Film dazu. Der ist auch in dem Fall auf meiner Homepage als Video zu sehen. Da wird genau erklärt, wie die Geldsysteme funktionieren, wie sie entstanden sind und auch welche Fehler da drin enthalten sind. Und wenn jemand generell zu dem Thema auch was heißt Geldgeschichte in Bezug auf Edelmetalle reinschauen möchte, mal tiefer, empfehle ich Ihnen das Buch von Ferdinand Lips, Die Goldverschwörung, weil da wird sehr, sehr gut beschrieben, was ist überhaupt passiert die letzten Jahrzehnte mit dem Thema Papiergeld, Gold und was gibt es da für Zusammenhänge. Also schauen Sie da auf jeden Fall rein, wenn Sie da mehr wissen wollen. Ein entscheidender Schritt in unserem Währungssystem war 1971 der Punkt, als das sogenannte Bretton Woods-System, der sogenannte Gold-Dollar-Standard, abgeschafft wurde. Das heißt, ab 1971 konnte Papiergeld beliebig geschaffen werden, wie wir es vorher gesehen haben, und es gab keine Golddeckung mehr der Geldsysteme. Was passiert ist, ist auch entscheidend. Seitdem hat sich die Geldmenge mehr als vervierzigfacht. Das heißt, es sind riesige Mengen an Geld, an Papiergeld in Umlauf gekommen, was, wie wir gerade sehen, sehr, sehr ungesund ist. Auch war es so gewesen, dass damals oder früher auf den Dollarscheinen drauf stand noch, der Überbringer kann auf Verlangen dieses Geld in Goldmünzen eintauschen, während heute nur noch draufsteht, wir vertrauen in Gott. Ganz wichtig zu wissen ist es auch für Sie, dass der Dollar als Leitwährung eine ganz entscheidende Bedeutung auch für uns haben wird. Wenn wir sehen, dass 75% aller Weltwährungsreserven im Dollar gehalten werden, beziehungsweise 90% der europäischen Zentralbankreserven auch im Dollar liegen, dann wird die Entwicklung des Dollars natürlich unsere Währungen auch maßgeblich mit beeinflussen. So, hier sehen wir jetzt nochmal einen historisch ganz entscheidenden Chart, auf dem ist zu erkennen einfach, dass eins passiert. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch, dass Sie den nochmal für sich selbst nachprüfen. Alle Geldsysteme, die es gibt, die auf reinem Papiergeld basieren, haben maximale Lebensdauer von 2 bis 3 Generationen. Warum das so ist, werden wir in der Folge nochmal genau sehen, werden wir uns genauer anschauen. Aber wir sehen hier in der jüngeren deutschen Vergangenheit hatten wir ja 2 Währungsreformen gehabt. Einmal 1923 und einmal 1948. Und diese beiden Punkte sind einfach ganz eng verknüpft auch mit Papiergeldsystemen. Und da gibt es inzwischen natürlich jede Menge Literatur dazu. Ein Buch, das von Professor Ramp ist, das wurde schon vor, glaube ich, über 10 Jahren geschrieben, beschreibt auch sehr, sehr gut, warum die nächste Währungsreform zwingend kommen muss. Und Sie werden es auch bei den weiteren Bildern und Ausarbeitungen noch sehen können. So, wie sah so eine Währungsreform aus? 1923, bei der letzten Währungsreform, hatten wir eine Hyperinflation, das heißt, wir hatten ganz extreme Verhältnisse. Damals wurde dann 1 Billion Mark zu einer Reichsmark umgetauscht. Während 1948 der Umtauschkurs für Bargelder und Sparguthaben bei 100 Reichsmark zu 6,50 D-Mark lag. Lebensversicherungen und Schulden wurden 100 zu 10 umgetauscht. Löhne, Mieten, laufende Kosten wurden 1 zu 1 umgetauscht. Das heißt, und das sieht man auch hier, bei so einer Währungsreform geht es letzten Endes darum, dass der Staat seine Schulden los wird zu einem großen Teil. Deswegen wird über die Geldwerte die Entschuldung stattfinden. Geldwerte heißt in dem Fall Bargelder, Buchgelder, Bankeinlagen oder Lebensversicherungen, die auch ganz überwiegend in Geldwerte anlegen. Was auch ganz entscheidend ist zu sehen nochmal, wir hatten damals nach dieser Währungsreform 13 Milliarden D-Mark im Umlauf als Geldvolumen. Wir haben heute inzwischen, das ist Stand allerdings 2008, knapp 2000 Milliarden Euro in Umlauf. Das heißt,